Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 10 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe von Fukushima hat Japan der Opfer gedacht. Weltweit bekannt wurde das Unglück vor allem durch die Reaktorkatastrophe. Als das Atomkraftwerk Fukushima überflutet wurde, fiel das Kühlsystem aus und in 3 Reaktorblöcken kam es zur Kernschmelze. In Japan wird nicht nur an die Atomkatastrophe erinnert, sondern auch an die fast 20.000 Menschen, die durch das Beben selbst und die Flutwelle ums Leben gekommen sind. Schon am Morgen zieht es viele ans Meer. Niemand vergisst, was vor 10 Jahren geschah. Überall im Land erinnern die Menschen an die dreifache Katastrophe. Dort, wo der Tsunami auf Land traf, und auch in der Hauptstadt Tokio. Auch das Kaiserpaar und der Premierminister gedenken der Opfer. Ich glaube, es ist von großer Bedeutung, dass wir alle unsere Herzen weiter vereinen und den Menschen in den betroffenen Gebieten noch viele Jahre zur Seite stehen. Denn die Wunden sind tief. Gewaltige Tsunamiwellen verwüsteten das Land nach einem der stärksten Seebeben in der Geschichte. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu 3 Kernschmelzen. 10 Jahre später ist die Katastrophe immer noch präsent. In den Säcken lagert radioaktiv verstrahlte Erde. Noch immer sind Gebiete um das Atomkraftwerk unbewohnbar. Japan hat Städte neu aufgebaut, aber kaum jemand kommt zurück, meist nur die Alten. Auf dem Gelände der Kraftwerksruine sind Tausende mit dem Rückbau beschäftigt. Das Schwierigste steht noch bevor. Die geschmolzenen Brennelemente müssen geborgen und die Reaktoren weiter gekühlt werden. Das Kühlwasser wird zwar gereinigt, trotzdem ist es noch radioaktiv belastet. Es lagert in Tanks, aber könnte bald ins Meer abgelassen werden. Es kann noch Jahrzehnte dauern, die Folgen der Atomkatastrophe zu bewältigen. Wir bedauern den Unfall sehr, für den wir verantwortlich sind. Das Wichtigste für uns ist, die Situation im Kraftwerk zu stabilisieren. Dass TEPCO das wirklich bedauert, glauben diese Menschen nicht. Sie demonstrieren vor der Firmenzentrale in Tokio, auch weil Japan die Kernkraft wieder ausbaut. Ich denke, genau wie Deutschland könnten wir ohne Atomenergie leben. Dass wir so etwas Gefährliches nicht brauchen, fordern wir jeden Monat. 3.1.1, der 11. März 2011. Dieses Unglücksdatum werden die Japaner niemals vergessen. In Fukushima denken sie an Eltern, Kinder, Schwestern, geliebte Menschen, die nicht überlebt haben. In Deutschland hat die Reaktorkatastrophe von Fukushima den Atomausstieg beschleunigt. Anlässlich des Jahrestages sagte Bundesumweltministerin Schulze, auch wenn Ende kommenden Jahres der letzte Reaktor vom Netz gehe, sei der Ausstieg noch nicht vollständig. Geschlossen werden müssten auch die Urananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau und die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen. Hier wird noch Atomstrom produziert. Block 2 des Kraftwerkes Neckarwestheim in Baden-Württemberg, eines der letzten in Deutschland. Rückblick: Nur 3 Tage nach der Reaktorkatastrophe in Japan reagiert die Bundesregierung, vollzieht eine 180-Grad-Wende bei der Atomkraft in Deutschland. Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Wenige Monate später, 2011, werden 8 Kraftwerke vom Netz genommen. In den folgenden Jahren 3 weitere. In diesem Jahr werden von den 6 verbliebenen 3 vom Netz gehen und 2022 werden die letzten 3 Meiler abgeschaltet. Die Bundesumweltministerin sieht Deutschland auf dem richtigen Weg. Auch wenn die Stromgewinnung aus Atomkraft weniger Treibhausgase produziert als die aus Erdgas und Kohle. Wer heute auf Atomkraft setzt, der macht wirklich sehr, sehr teure Fehler. Denn wenn man mal einmal die Gesamtrechnung aufmacht, also Folgekosten und Risiken einrechnet, dann ist die Atomkraft die teuerste Option zur Stromgewinnung. Die Neubauprojekte in Frankreich oder Finnland haben sich zu gigantischen Kostenfallen entwickelt. Planung und Bau dauern ewig, jedenfalls viel länger, als man sich angesichts des Klimawandels überhaupt erlauben könnte. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse die Windkraft massiv ausgebaut werden, so Schulze. Hier nicht, heißt es allerdings oft von Bürgerinitiativen und Umweltschützern.
Um die Akzeptanz von Windkraftanlagen zu erhöhen, schlägt Schulze vor, Bürgerinnen und Bürger am Ertrag von Windkraftanlagen zu beteiligen.